Es geht 17 Minuten, bis sich am Resultat etwas ändert. Es sind die Berner, die mit 1-0 in Führung gehen. Verantwortlich fürs Goal aus Sicht der Hauptstädter ist der Beat Gerber, der von der blauen Linie abzieht und präzise in die Masche trifft. Das Mitteldrittel ist nur gerade 2,5 Minuten alt, da erhöht die Berner auf 2-0. Torschütz ist der Ryan Gardner. Das Zuspiel kommt vom Jean-Pierre Vigier, dann ist es der schlagsige Center, der sich in Abschlussposition bringt und die Scheibe ohne grosse Mühe versenkt. Wer aber glaubt, dass Ambry jetzt komplett auseinandergeht, ja, der irrt. Nur etwas mehr als 2 Minuten nach dem Berner 2-0 gelingt der Bianco Blues Anschlussgoal. Zuerst gönnt der Roman Schlagenhauf das Pulli und der Giacomo Casserini zieht sofort ab von der blauen Linie. Das Goal ist eine Premiere. Es ist das erste für den Verteidiger in der National Liga. Ein weniger als 2 Minuten nach dem Anschluss gleichen die Leventiner gar zum 2-2 aus. Torschütz ist der Martin Caria, der vom Inti Pestoni angespielt wird und der Konter auch mit ein bisschen Glück mit dem Goal vollendet. Der Marco Bührer ist zwar noch dran, kann am Böck aber nicht die entscheidende Richtungsänderung verpassen. Auf die Reaktion innerhalb von wenigen Minuten von Seite von Ambry reagiert der Schlittschuhclub Bern seinerseits. Kurz vor Spielhälfte knallt der Byron Ritchie das Spielgerät ins Netz. Der PostFinance-Topscorer schaut, zielt und trifft zum 3-2. Und als wären die Berner durch den zwischenzeitlichen Ausgleich in der Ehr verletzt worden, lassen die Bären gerade nochmal ein Goal folgen. Nur gerade 1,5 Minuten nach dem Ritchie-Hammer tätscht auch der Joel Kwiatkowski die Scheibe in den Winkel. Für das Geschoss zum 4-2 braucht der Kanadier eigentlich schon fast einen Waffenschein. Im Schlussdrittel sind 5 Minuten vorbei, dann jubelt Berner schon zum 5. Mal am Abend. Der Jean-Pierre Vigier kämpft sich bis vor das Ambry-Goal durch und setzt sich dort dann gegen sage und schreibe 3 Gegenspieler durch. Das Goal hat er wählen, das Goal kommt er über. 5-2 für den SCB. Aber Ambry beweist viel Moral, treibt die Scheibe weiter vorwärts und wird für die Offensivbemühungen belohnt. Nur noch 3-5. Mustergültig leitet Vitali Lachmatov den Puck am Eric Landry in die gefährliche Zone auf die Schaufel. Dann zimmert die Scheibe ins Goal. Spannung kommt aber trotz dem dritten Erfolgserlebnis für Ambry nicht mehr auf in der PostFinance Arena. Der SC Bern bezwingt Leventiner zuhause mit 5-3.